Ich würde dann gerne zu Beginn der Tagung formlos zuerst einmal Professor Holger Weiß aus Abo bitten, eine Grußbotschaft zu verlesen. Die Grußbotschaft stammt von Professor Stefan Berger, dem Direktor des Instituts für soziale Bewegungen in Bochum, der leider verhindert ist, da er auf Reise in Fernost weilt. Holger Weiß, bitte sehr. Grußadresse von Professor Dr. Stefan Berger. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wäre heute gerne bei euch gewesen, aber leider hatte ich schon vor längerer Zeit zugesagt, an einer Tagung im Fernost teilzunehmen. Aber der Bitte der Organisatoren dieses Workshops, eine kurze Grußadresse zu verfassen, komme ich gerne nach. Das Thema Willy Münzenberg ist ein typisches Thema, das es nach dem Ende des Kalten Krieges wieder zu entdecken gilt. Im Bereich der transnationalen Geschichte der sozialen Bewegungen herrschte bis 1990 und noch einige Zeit danach in Ost wie West eine Tunnelsicht vor, die jeweils die Traditionen eines undogmatischen Marxismus aus dem Mainstream herausdrängte. Während im Osten die Geschichtskultur massiver von oben gegängelt wurde und gerade im Bereich der Geschichte der Arbeiterbewegung eine Abweichung von der Linie des Instituts für Marxismus-Leninismus nur schwer zu erreichen war, herrschte auch im Westen eine institutionell und diskursanalytisch dominante sozialdemokratische Perspektive vor, die ebenfalls historische Akteure wie Münzenberg nicht voll zur Geltung kommen ließ. Erst mit dem Ende des Kalten Krieges, ja vielleicht sogar erst mit dem Ende der Gewissheiten des liberalen Kapitalismus seit 2008, rücken unorthodoxe Kritiker des Kapitalismus, die einen Weg zwischen sozialdemokratischem Reformismus und stalinistischer Orthodoxie suchten, wieder in den Mittelpunkt der Historiker der Arbeiterbewegung. Die große Vielfalt der auf der Tagung zur Sprache kommenden neuen Forschungsfelder und Forschungsfragen spricht hier Bände. Ob und wiefern sich aus diesen Themen eine generelle Neubestimmung der Geschichte der Arbeiterbewegung ergeben wird, scheint zurzeit noch unklar. Aber dass etwas in Bewegung geraten ist und dass sich auch die Sicht auf Antifaschismus, Antistalinismus und Zwischenkriegszeit verändert und erweitert, das scheint mir bei Betrachtung des Konferenzprogramms deutlich. Gerade die Figur Willy Münzenbergs verkörpert dabei, wie kaum eine andere Figur des internationalen Kommunismus der Zwischenkriegszeit, das, was Andreas Wirsching auf dem Historikertag soeben als entscheidende Lebenserfahrung des internationalen Kommunismus bezeichnet hat, nämlich den Internationalismus als gelebte Lebenswelt so vieler Kommunisten, deren Leben von der Idee der Komintern nachhaltig beeinflusst war. Diese Lebenswelten des internationalen Kommunismus zu untersuchen, scheint mir anhand der Person von Münzenberg und seinem Umfeld geradezu paradigmatisch möglich. Diese Formen des Internationalismus zeichneten alle sozialen Bewegungen des 20. Jahrhunderts, ob alt oder neu, aus. Und es wird meiner Meinung nach eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein, die Verbindungen dieser sozialen Bewegungen gerade im Bereich ihres Internationalismus und ihrer Solidaritätsnetzwerke eingehender zu untersuchen. Eine Scharnierfigur wie Münzenberg ist dazu hervorragend geeignet. Und so möchte ich abschließend schon jetzt werben für Ihre Unterstützung der geplanten großen internationalen Münzenberg-Konferenz im Jahre 2014, für die dieser Workshop in Berlin sozusagen ein großer Probelauf sein kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen der Tagung und produktive Diskussion und Gespräche rund um das Thema Münzenberg, das natürlich sehr viel größer ist als das Leben einer Person. Mit solidarischen Grüßen, Stefan Berger.